Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Lifeless Planet mit mir, dem Ingo Vibra. Jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, wo ich überhaupt her muss. Wir waren beim letzten Mal ja stehen geblieben und ich glaube, ich muss dort nach unten. Ja. Wird schon der richtige Weg sein, ne? Es ist gespeichert! Nein, das ist eine Tour. Sie fragen, muss ich entlang? Hier lang? Ich bin rosa angebrannt. Ich muss da hoch. Ich muss da bestimmt hoch. Alter, das wird jetzt richtig heftig. Okay. What? Was war das denn? Meine Damen und Herren, was war das denn? Aber ich muss doch den Weg gehen, oder nicht? War zurück, ne? Okay, was soll ich noch machen? Was? Müssen wir doch nicht da lang? Aber ein anderer Weg denn? Hä? Weil ich gehöre da. Ich gehöre aber da nicht. Nee. Zurück. Wir gehen nochmal kurz nochmal. Guck mal da lang. Aber ich weiß nicht, wohin. Sehr seltsam. Wir müssen hier rüber. Scheint mir jetzt noch plausibler zu sein. So. Jetzt mal darüber. So, genau. Und jetzt machen wir den hier. So. Nun. Müssen wir da hochlaufen? Alter, ja genau. Hä? Okay. Es ist doch ein bisschen schwieriger, als ich jetzt gedacht hätte. What? Verstehe ich nicht. Das muss kaputt gehen. Aber jetzt frag mich nicht, wie ich das kaputt machen soll. Ich gehe mal kurz zurück. Geschehen. Weil ich glaube, wir können jetzt...
sehr schön. Hammer. Das war doch geil, oder? Ich finde das gut. Also ich muss sagen, ja. War zwar ein bisschen natürlich klar, muss man mal gucken, wo man hin. Sie liegt da! Nein! Помоги, подними. Наверх! Mal schauen, dass ich ein Beige finde. Weil der Vulkan, das ist... Oh ja, oh. Okay, er kann. Also er geht so. Ja. So. 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 Muss ich darüber oder muss ich darüber? Nee, muss ich da. Alter! Ich weiß zwar nicht, wie du heißt, aber ich werde dich rappen. Mal kurz einmal. Jetzt geht mein Bildschirm aus. Mein anderer. Das wär's ja, wenn das mit Zeit wäre. Oder? Wenn er plötzlich dann so unter mir der Vulkan so langsam anfängt auszubrechen oder so. Sehr schön. Jetzt läuft sie wieder vor mir weg. So, that explains how she's able to breathe the atmosphere. Die russische Frau scheint eine stark modifizierte Biologie zu haben. Als wir durch ein vulkanisches Gebiet kamen, begann sie zu ersticken. Der Sauerstoff aus meinem Anzug half ihr nicht, um sie erholte sich erst, als sie ausgeatmete Gase aufnahm, einschließlich Kohlendioxid. Es scheint, dass ihr Körper irgendwie teilweise photosynthetisch ist. Er kann Kohlendioxid aufnehmen und in Sauerstoff umwandeln, wie die Pflanzen auf der Erde. Zwar würde dies hier ihr Überleben, würde dies ihr Überleben in einer sauerstoffarmen Atmosphäre erklären, aber ich verstehe nicht, wie sie sich diese Beobachtungen wissenschaftlich erklären lässt. Ja. Okay, wir müssen hier frohen. Also sie kann hier atmen, ich nicht. Folgen wir mal zu dem Tor da. Da ist ein neues Tor. Geil. Okay, ich kann nur wieder nur einmal hüpfen. Da ist eine Brücke. Ich weiß nicht, muss ich da gleich... Oh, ich muss da wieder aktivieren erst. Okay. Erst aktivieren und danach geht's dann los. Okay. Dann werden wir doch mal machen, ne? Einmal durchs Tor gehen, bitte. Wird diese Welt verloren sein. Ich kann meine Rolle in dieser Katastrophe nicht fassen. Oder die blinde Arroganz, mit der ich für die Vernichtung des Planeten gesorgt habe. Da ich fern von einem Heimatplaneten bin, werde ich nie erfahren, wie der große Konflikt zwischen Moskau und dem Westen ausgegangen ist. Aber ich hoffe ernsthaft, dass es ihnen nicht geht wie mir und sie Zeuge der Zerstörung werden,
die sie bewirkt haben. Ich beobachte, wie diese lebendige Welt verrottet und sich in toten Fels verwandelt. Ich hätte unser Volk so gern den Triumph gebracht. Ich hätte ein Retter sein können. Aber jetzt kann ich ihnen nicht mehr unter die Augen treten. Ich bin froh, dass wir niemals zurückkehren können. Unsere Leute werden nie erfahren, was hier passiert ist. Sie werden nie erfahren, warum ihre Familie nicht nach Hause kamen. Sie werden nie erfahren, dass ich die Schuld dafür trage. Ah, okay. Also er ist... Ich muss mal kurz mal überall ein bisschen verwirrt. Hier rüberspringen. Ja. Irgendwas muss ich doch hier drüben machen. Ich muss doch irgendwas aktivieren. Ich muss da so einen Stein da wieder so einfügen, damit das Tor wieder aktiviert wird. Aha, guck mal. Da ist das Ding doch schon. Cool. Einmal bitte mitnehmen. Das sind mir die Wurzeln des Lebens. Die halten das Ding feste. Ich habe irgendwie Schiss, dass irgendwas... Echt ohne Spaß. Die ganze Zeit habe ich irgendwie Schiss, dass irgendwo mal was passiert, ey. Okay. Werden wir mal wieder Kran machen. Kranarbeit. Zurück. Schon sagen. So, so. Jetzt reinfahren, reinfahren, reinfahren. Irgendwie ist mein Kopfhörer ausgegangen. So, jetzt wieder an. Wo ist die Batterien vielleicht leer? Na gut. Auf jeden Fall haben wir das Tor jetzt. Ach, das muss jetzt nicht dran. Das kann irgendwie doch nicht sein. Das Ding ist an. Aber irgendwas muss da damit passieren. Ich weiß aber auch, wie gesagt, jetzt nicht, warum... Hey, warum sind die Batterien denn jetzt alle, ey? Komisch, komisch, komisch. Ach, es strahlt da hinten ein Licht. Das Ding ist aufgebaut, das muss ich jetzt bestimmt zusammensetzen, damit der Strahl das... Ah, okay, okay, okay. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Tut mir wirklich leid, ey, dass die Musik jetzt in meinem Kopf... Also mein Kopfhörer jetzt aus ist, ich kann jetzt nichts hören. Ihr könnt natürlich bald alles noch, aber ich jetzt leider nicht mehr. Kann man irgendwie nichts machen. Okay. Muss ich das machen vielleicht? Ja, warum geht das jetzt wieder nicht? So mysteriös. Wie gesagt, wieder zusammensetzen, damit es etwas wird. Boah, ist das jetzt schon aktiviert, dass ich die Steine gar nicht machen muss. Okay, dann gehen wir einfach mal runter und schauen uns das Ganze von da an. Was da jetzt wirklich aktiviert ist. Muster. Da müsste auch die Frau auf mich warten. Wir schauen einfach. Mal bitte nochmal auffahren. Und das werden wir jetzt mal gucken. Was sieht denn das, die grüne
So, sind wir am Krater. Und da ist sie. Und wir müssen ihr folgen. Da würde ich aber sagen, machen wir erstmal eine Aufnahmepause. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Lifeless Planet mit mir, dem Ingo Viva. Bis denn. Tschüss.